Herzlich willkommen zum Nikolai-Impuls zum Jahreswechsel. Jahreslosung 2021. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Halleluja. Liebe Gemeinde, in Gottes treue Hände leg ich nun Freud und Schmerz und auch was dieses Jahr umschlossen, die Tränen, die geflossen. Alles wird in Gottes Hände gelegt, so haben wir es gerade im Choral gehört. Und zwar im Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit. Und genau davon spricht die Jahreslosung. Wir dürfen im Blick auf Gottes Barmherzigkeit dieses nicht einfache Jahr abschließen und voller Zuversicht in das Neue hineingehen. Die Bibel beschreibt uns Gott als den Barmherzigen. Im 2. Korintherbrief sagt Paulus: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Barmherzigkeit, Erbarmen, Mitleid, im Urtext, im Griechischen finden wir immer dasselbe Wort. Wörtlich übersetzt heißt es: Es zerreißt Gott förmlich das Innerste, so viel Mitgefühl, so viel Barmherzigkeit hat er uns gegenüber. Und sein Erbarmen gründet in reinster Liebe. Johannes 3 sagt: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das Licht des Lebens haben. Diese grenzenlose Liebe wurde mir einmal durch eine Erzählung bewusst bei einem Taufgespräch. Eine Mutter hatte ihren Sohn, ihr Kind angemeldet zur Taufe und sie berichtete, dass ihr Sohn ihr noch ein zweites Mal geschenkt worden war. Sie stand nämlich vor dem brennenden Haus, in dem ihr Junge schlief. Die Feuerwehr hatte alles abgeriegelt. Alle Passanten wurden zurückgedrängt und zurückgehalten, auch die Mutter, aber in ihrer grenzenlosen Mutterliebe riss sie sich los, stürmte in das Haus hinein, durch den Rauch hindurch, bis sie zum Kinderzimmer kam und ihren schlafenden Sohn in die Arme nahm und blind durch den Rauch wieder hinaustrug. Und der Junge wurde gerettet und daraufhin hat sie ihn aus Dankbarkeit dann zur Taufe angemeldet. Grenzenlose Mutterliebe. Ein Bild für die grenzenlose, unfassbare Liebe Gottes, für sein großes, tiefes Erbarmen. Und Gottes Liebe und Gottes Erbarmen hat auch ein ganz klares Gesicht, nämlich Jesus Christus. In Jesus wird Gottes Liebe Gestalt, Person, kommt Gottes Liebe auf uns zu. In Jesus drückt Gott sein unendliches Erbarmen aus, sein Erbarmen und Mitgefühl über die schreiende menschliche Not, auch gerade im Blick auf das, was wir in dem vergangenen Jahr gerade erlebt haben in dieser Corona-Pandemie. Gott stürzt sich in Jesus Christus auf die brennende Erde, um im Bild dieser Mutter zu bleiben, und er kommt hinein in den Rauch des menschlichen Elends. Wenn ich mir vorstelle, all die Menschen, denen Jesus geholfen hat. Ein Gelähmter wird zu ihm gebracht. Er vergibt ihm und heilt ihn und sagt: Nimm deine Bahre und steh auf. Taube, Blinde,
Aussätzige, für alle hat Jesus ein offenes Ohr und lindert ihre Not. Ich denke an die trauernde Witwe zu Nain, die ihren Sohn verloren hat. Jesus tröstet sie und schenkt ihrem Sohn neues Leben. Für alle Menschen hat er sich förmlich aufgeopfert, wie die Mutter, die sich in die Flammen gestürzt hat. Am Kreuz von Golgatha blickt er noch auf seine Peiniger herab und sagt: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So groß ist Gottes Erbarmen und Gottes Liebe. Und sie gilt auch uns. Das ist die frohe Botschaft des Weihnachtsfestes und auch jetzt die frohe Botschaft zum Jahreswechsel. Gottes Erbarmen ist für uns da und sein Erbarmen ist grenzenlos und unermesslich. Er gibt uns ja sogar seinen eigenen Sohn. Und wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben, sagt Paulus im Römerbrief im 8. Kapitel. Und dann fügt er jubelnd und mit großer Gewissheit an: Denn ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Im zweiten Teil der Jahreslosung kommen wir selber mit in den Blick. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jesus sagte es schon in der Bergpredigt, als er von der Feindesliebe spricht: Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder eures Vaters im Himmel werdet. Ihr sollt also vollkommen sein, wie es auch euer himmlischer Vater ist. Und Martin Luther stellt fest, dass diese Barmherzigkeit, zu der wir hier aufgerufen werden, dass wir sie nicht aus uns heraus, aus eigener Anstrengung produzieren, sondern das ist Gottes barmherziges Wirken in uns. Er verwandelt uns. Luther sagt wortwörtlich: Der Glaube ist ein göttliches Wirken in uns, das uns verwandelt und wir neu geboren werden aus Gott. Und er aus uns ganz andere Menschen macht, im Herzen, im Gemüt, Sinn und allen Kräften, und den Heiligen Geist mit sich bringt. Und ich denke, wir leben in einer Zeit, wo wir wirklich Barmherzigkeit nötig haben, in diesen Herausforderungen, in denen wir gerade stehen. Wir brauchen ganz viel Erbarmen mit den Erkrankten und auch mit den Einsamen. Wir brauchen ganz viel Mitgefühl mit den Trauernden, die einen Menschen in dieser Zeit, die von Corona geprägt ist, verloren haben. Wir brauchen auch Erbarmen und Mitgefühl mit den überlasteten Ärzten, Schwestern und Pflegern. Wir brauchen auch Erbarmen und Verständnis für die Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, die sich einsetzen, um diese Pandemie einzudämmen und den Menschen zu helfen und natürlich Dinge ausprobieren und manchmal auch scheitern. Und wir brauchen auch ganz viel Barmherzigkeit im Miteinander, unterschiedlicher Auffassungen, dass wir einander nicht zusätzlich noch bekämpfen und kritisieren, sondern zusammenstehen mit Mitgefühl und Barmherzigkeit. Gott segne uns und lasse wirklich werden, was die Jahreslosung uns sagt. Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Erhülle uns ein in seine Barmherzigkeit auf unserem weiteren Weg hinein in das neue Jahr. Dafür segne uns Gott. Gnade Gottes
wollen wir uns jetzt im Gebet zuwenden. Und ich bete mit Worten von Käthe Walter, die die Barmherzigkeit Gottes verknüpft hat mit der Nähe, die er uns schenken möchte. Einer ist dir nahe, wo du immer bist, dessen Aug dich leitet, der dich nie vergisst. Einer kennt dein Sehnen, alle deine Pein, weiß um deine Tränen und dein Einsamsein. Einer hilft dir tragen, alle deine Last, hält an allen Tagen, dich in Lieb umfasst. Ihm kannst du vertrauen in der größten Not, der für uns besiegte Finsternis und Tod. Nie trägst du vergebens zu ihm all dein Leid. Segen hat dein Heiland stets für dich bereit. Allmächtiger und gütiger Gott, so schließen wir das vergangene Jahr im Blick auf deine Barmherzigkeit ab. Und wir beginnen das neue Jahr, indem wir wissen und glauben, du bist barmherzig und begleitest uns durch diese schwere Zeit hindurch. Und so beten wir mit Jesu Worten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so stellen wir uns unter Gottes Segen und Frieden. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.